Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir spielen gerade noch Krokodil Sitter. Wir müssen gucken, dass wir das Vieh hier ja zum Wasser kriegen. Noch weiter weg? Boah. Schon mal jemanden neben dem Krokodil schwimmen sehen. Ich fand das echt doof, dass ich die Tiere... Ich habe die Tiere befreit, weil sie mir so leid taten. Und dann greifen die mich an, anstatt die einfach abhauen. Ein Albino. Erstmal Foto machen. Ja, wo warst du wieder? Fuck. Ja, das kannst du alleine töten, wenn du Spaß dran hast. Ich mach das nicht. Da werden wir jetzt gefressen. Das ist tot. Danke. Sobek wird uns dieses Jahr wieder eine Nilflut schicken. Gern geschehen. Hätte nie gedacht, dass ich Krokodile mal romantisch finden würde. Furchterregend, aber wunderschön in ihrer Wildheit. Schwarz und Besuch weiß. Besuch mich nochmal, bevor du gehst. Schön. Ja? Na gut. Das mache ich. Schwarz und weiß. Hier, Bayek. Die Götter brauchen uns immer noch. Oh, warum? Alter, du nervst. Jetzt rennt die mit dem Questzeichen weg. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Verabredung. Wo läuft die denn hin? Ach ja, zu ihrer Höhle. Erstmal ausrauben. Was hast du für Pläne, Tahira? Sobek ist noch nicht fertig mit mir. Und deshalb braucht er auch dich. Bist du dabei? Ich habe viel zu tun. Um was geht es denn? Römische Jäger fallen wie Maden über dieses Land her. Schon bald haben sie wieder ungeschehen gemacht, was wir erreicht haben. Sie werden alles vernichten. Doch schlagen wir jetzt zu, solange sie noch allein und getrennt sind, können wir ihnen genug wehtun, um sie zu verscheuchen. Brauchst du wirklich meine Hilfe? Sonst würde ich nicht darum bitten. Nein, jetzt habe ich... Oh, jetzt hab... Das war jetzt nicht geplant. Das war so nicht geplant. Bin ja gespannt, wohin sie mich diesmal bringt. Was könnte es jetzt sein? Ein schwarzer und ein weißer Löwe? Sei still. Jäger voraus. Und jetzt, komm über sie wie Sobeks Zähne.
Muss ich denn von vorne? Ich kann auch von hinten, oder nicht? Ich sollte... Das ist nicht sicher. Etwas leiser. Dass der das da drüben nicht mitkriegt, ne? So weg, behüte uns. Tut sie eigentlich auch irgendwas? Etwas leiser. Das ist schon leise. Ich gebe mir gerade hier höchste Mühe. Ja, der wird uns auf jeden Fall sehen. Ja, der Kopf nicht. Der rührt sich keinen Sack. Schleichen wir einfach mal um dich. Warum? Und dann haben wir das dich. Das ging schnell. Ja. Obwohl ich nicht weiß, was sie mit Flamingos wollen. Sie essen die Zunge. Eine römische Delikatesse, mit Datteln gekocht. Habe ich gehört. Klingt abscheulich. Ja, definitiv. Wie lange bist du schon hier draußen? Lange genug, dass Narben über meinen Wunden wachsen konnten. Auch wenn ein paar noch schmerzen. Schwere Kindheit gehabt, oder was? Können wir nicht einfach mal das Boot benutzen, ey? Das geht doch viel schneller. Dafür steht's doch hier. Flieg wie der Wind! Du hast doch nicht mehr alle hier. Sind wir wieder bei dem Krokodiltempel? Warte, was ist das für ein Geräusch? Sucht alles nach den großen heiligen Krokodilen ab. Ruhm und Ehre für denjenigen, der sie finden und einfangen kann. Diese Pestbeulen. Sie schänden den Schein und versuchen Sobeks Kinder wieder einzufangen. Aha, aha, aha. Sei wachsam. Sobek, behüte uns. Ibiabe! Ibimenere! E dabo vos in consumationem! Ego ascendam tibi dolor! Mein Gott, hilf doch mal, Mädel. Sarah, die steht da nur rum. Die macht überhaupt nichts. Etwas leiser. Ach, sei ruhig. Bin sauer auf dich. Du hilfst nicht mit. Muss ich das halt auf die altmodische Art tun. So, da hinten waren noch welche. Ich denke mal, die kriegen wir auf die gleiche Art und Weise kaputt. Oh.
Kalite Ibi! Etwas leiser. Wie hat der uns denn jetzt gesehen? Brennen, 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 brennen. Das brennt. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn du das geschafft hättest. Gut. Sobeks Kinder können sich an römischen Knochen satt fressen. Und ich glaube, du bist Sobeks Adoptivtochter. Oh, schweig. Komm, es gibt noch einige von den römischen Maden zu finden. Echt jetzt? Als wir uns trennten, warst du auf der Suche nach Namen. Ich hab sie. Und haben sich deine Albträume gelegt? Nein. Sie haben eher eine neue Welt des Grauens eröffnet. Oh Gott, Nilpferde. Die römischen Blutegel beweisen ihren Mut, indem sie Nilpferde einsperren. Die Römer sind Narren. Rasende Nilpferde sind eine Gefahr für alle. Oh ja. So, oh Mann, behüte uns. Ich bin Manere. Genau, verteilt euch mal ein bisschen. Damit ich euch besser töten kann. Ja, der ging nicht ganz auf. Das war der falsche, den wollte ich gar nicht. Etwas leiser. Se calca i capi di Se sanguino a sepolcro. So, wenn es um das Wohl der Tiere geht. Das war das Werk eines Gottes. Es war gut, mit dir zu kämpfen. Mein Vater sagte immer, hüte dich vor einem lächelnden Krokodil. Aber ich weise Sobeks Gunst nicht ab, wenn er sie anbietet. Ich weiß aber nicht, wie lange er noch lächeln wird. Städte wie Herakleion sind eine Plage für das Land. Sie vertreiben die Götter von hier. Wir bezeugen das Ende eines Zeitalters. Ich dachte, ich wäre der mit der finsteren Stimmung. Du hast recht, mein Bruder. Es war schön, dich zu sehen, Tahira. Mögen alle Götter mit dir sein. Und mit dir. Ich werde Sobeks Kindern ins Grüne folgen. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Ja, das hoffe ich auch. Aber erstmal. So, Krokodil versteckt hier töten. Haben wir getan. Ach so, da. Ah, nee, das muss ja jetzt nicht sein. Achso, schon aufgedeckt hier. Gucke mal. Na, an da ist nichts, was ich brauche. Und da auch nicht. Tisch mit Information, neue Quest verfügbar. Und da ist Prüfung des Sobek. Ich glaube, die kriege ich gar nicht hin. Wäre aber mal lustig, ne?
probiere es einfach mal. Vielleicht gewinne ich ja auch. Obwohl, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie hoch die Level von denen sind. Aber man muss es ja auch mal ausprobieren, ne? Kann man es auch nicht wissen. Okay, ich muss auf jeden Fall mit dem Schiff rüber. Dann bin ich natürlich auch schon viel näher dran, um diese andere kleine Quest mit dem Tisch der Information freizuschalten. Aha. Wow. Wo bin ich denn gegengefahren? Aha, das sieht ja geil aus. Ich probiere es auf jeden Fall mal. Es wird jetzt gerade gespeichert. Oh. Wow. Nö. Oh, 40. Wie soll ich dem denn ausweichen? Hä? Komm da nicht rein. Ah, jetzt verstehe ich das. Ah, okay. Kommen gar nicht dran. Pfeilen vielleicht? Wow. Ich mach Schaden. Ich komme nicht dran. Ne? Ich komme gar nicht dran. Ja, ich stand jetzt ein bisschen blöd, ich weiß. Muss ich das vielleicht aktivieren? Nee. Ach da, Prüfung des Sobek. Gut. Wie tue ich das jetzt? Ich habe nämlich keine Pfeile. Man soll das mit Pfeil und Bogen machen. Okay.
Ach so. Ja, der ist sowieso viel besser. Ich hab's aber zumindest kapiert. Können wir mal die Ausrüstung anders machen? Was ist das denn für einer? Schnellfeuer. Okay, jetzt bringt's nichts mehr. Nee. Immer nur, wenn sie wütend wird. Zu dem Punkt jetzt. Okay. Ja, jetzt läuft der auch noch langsam. Okay, der bringt hier nichts. Wir brauchen den einen. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Munition wieder. Nein, ich habe keine Munition. Lass wieder sammeln gehen. Nein. Okay. Oh, es dauert doch Jahre, bis ich da fertig bin, ey. Ah! Okay, ich muss da reintreffen, alles klar. Wahrscheinlich Level 40, damit man mehr Schaden macht. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und weiter rennen.
Entschuldigt, dass ich dabei jetzt nicht so viel rede, aber ich muss mich konzentrieren. Sonst verliere ich definitiv. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt viel Sinn macht. Aber wenn ich jetzt aufgebe, dann wäre es ja jetzt Blödsinn. Also ich mache jetzt auf jeden Fall so lange weiter, wie ich kann. Ich setze jetzt doch ein Schnellfeuer ein. Ja, das macht mehr Sinn. Der drei Stück verschießt gleichzeitig auch mehr bringt. Ich versuch das mal. Jagdbögen. Leichte Bögen. Kriegsbögen. Ich habe noch nie mal ein Viertel geschafft. Kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Okay, keine Munition mehr. Kann dauern. Was ist denn jetzt passiert? Was war denn jetzt los? Viel zu stark, viel zu stark, viel zu stark. Das ist der Moment, wo ich sterben werde. Weg da. Viel zu stark, viel zu stark, viel zu stark, viel zu stark, viel zu stark. Ja, Ende. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes getan. Definitiv. Aber, ja. Ich glaube, es war aber auch gar nicht bekannt, wie hoch das Level sein muss, um daran teilzunehmen. Ich gehe. Ja, ich ist mir jetzt gerade egal, wo du hingehst. Ich gucke jetzt hier mal. Sahagina-Lager. Mir dröhnt der Schädel jetzt gerade von dem Scheiß, ey. Okay, da muss ich hin. Dann machen wir jetzt einen großen Bogen drum. Na, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es erst ab Level 40 geht. Ich denke mal, dass ich, wenn es
zum Ende des Let's Plays nochmal auftaucht, dass ich so eine Quest machen werde. Wow. Aber halt, wie gesagt, nur wenn sie dann halt zum Ende kommen sollte. Ah ja. Einmal hier durch die Wäsche laufen. Top. 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 Und top. 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 Und top. Ja, ich schaffe es natürlich wieder ins Wasser zu springen. Das ist klar. Aufklärungsarbeit. Finde das Militärlager. Okay, aber erstmal machen wir hier weiter. Aber ich muss jetzt auch Schluss machen und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.